den Erfolg vom Zufall befreien. Erfolgreiche Menschen, die meisten davon, die self-made erfolgreichen, die sind nicht erfolgreich, weil sie irgendwie nette Umstände hatten oder der Zufall und das Glück da war, sondern die haben einen Plan und die haben konsequent daran gearbeitet. Ein Element, wie du noch erfolgreicher wirst, ein Werkzeug, ein Tool, das möchte ich dir hier vorstellen. So, was ist das Tool? Unser Gehirn mag es nicht, sich lange mit einem Gedanken zu beschäftigen. Unser Gehirn mag immer wieder was Neues. Deswegen funktioniert Social Media auf dem Handy so gut. Deswegen funktioniert TikTok so gut. Kennst du das? Du nimmst das Handy und dann bist du bei TikTok und 2 Stunden später guckst du auf die Uhr. So, weil du von einer Dopamindusche in die nächste kommst. Und unser Gehirn liebt das. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist richtig gering geworden durch Social Media. Also, wie schaffst du es, dass du als erfolgreicher Mensch dich mal ein bisschen länger mit einem Gedanken beschäftigst, ohne dass dein Gehirn wieder wegspringt? Die Lösung? Denken auf Papier. Du hast ein Journal, du schreibst in das Journal rein. Okay. Und zwar ein sogenanntes Erfolgsjournal. Es gibt viele Gründe, so ein Journal zu führen. Es ist wirklich ein unglaubliches Werkzeug. Das hört sich so einfach an. Ja, das ist ja wie Tagebuch führen. Ja, aber Tagebuch ist auch ein Journal. Aber es geht nicht darum zu schreiben, liebes Tagebuch, heute habe ich das erlebt, sondern es geht darum, sehr systematisch auf den Erfolg einzahlend Notizen zu machen. Es geht darum, jeden Tag dich mit deinen Zielen zu beschäftigen und deinen Zielen zu arbeiten. Deswegen haben wir eine Checkliste gemacht. Diese Checkliste hier, Erfolgsjournal, 17 Tipps zur Umsetzung. Die machen wir jetzt nicht alle, aber wir gehen da mal rein. So, das fängt an mit, warum ein Erfolgsjournal führen. Also ein Grund dafür ist, dein Gehirn zu disziplinieren. Wie starte ich mein Erfolgsjournal? Ziele definieren, das richtige Format finden für ein Journal. Hier zum Beispiel auch, warum funktioniert das nicht mit der Tastatur auf deinem Notebook? Warum funktioniert das nicht auf deinem Handy? Warum musst du das handschriftlich machen? Wirklich handschriftlich, erkläre ich hier. Warum ist es nötig, das im Idealfall täglich zu machen? Also eine Routine draus zu machen? Und wie nutzt du das selbst zur Reflexion und zur Analyse? So, wird hier ausführlich beschrieben. Und dann kommen die 17 Tipps. Verwende Zeichnungen und Symbole. Unser Gehirn denkt in Bildern. Und in dem Moment, wo du handschriftlich was machst, vielleicht mit unterschiedlichen Farben, wenn du vielleicht nicht nur Text und Zahlen hast, sondern du machst auch noch Symbole, oder du nutzt irgendeine Mindmap-Technik, in dem Moment verankert sich das viel stärker in deinem Kopf. Also verwende Zeichnungen und Symbole, wird hier noch alles viel stärker erklärt. Dann fokussiere dich auf Erfolge. Führ ja kein Erfolgsjournal, indem du alles reinschreibst, was nicht funktioniert hat. Das ist wirklich dumm. Da, wo der Fokus hingeht, da geht die Energie hin. Und wenn du dich auf deine Fehler, deine Misserfolge fokussierst, dann geht da auch die Energie hin und das ist nicht zielführend. Deswegen schreib deine Erfolge auf, deine Learnings, deine Erkenntnisse. Verwende eine positive Sprache, also wie formulierst du solche Sachen am besten? Also insgesamt gibt es 17 Ideen für dein Erfolgsjournal und wie du das am besten machst. Das ist es. Bei mir gibt es fertige Journale. Das sind Papierjournale, die sind jeweils auf 90 Tage ausgerichtet. Warum 90 Tage? Ist ganz einfach. Für die meisten Menschen sind 365 Tage viel zu lang. Die verlieren dann den Fokus und die Lust. Und 90 Tage, gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, das ist ein Zeitpunkt, den die meisten Menschen gut überschauen können. Deswegen haben wir 4 verschiedene Journale. Wir haben ein Mindset-Journal. Also, wie arbeitest du an deiner Einstellung, deinen Glaubenssätzen, deinen Überzeugungen? Mindset-Journal. Wir haben ein Kinderjournal. Das ist auch sehr spielerisch für kleinere Kinder. Kannst du auch als Vater oder Mutter mit deinen Kindern zusammen machen, wenn die noch nicht schreiben können.
Dann haben wir ein Jugendjournal. Noch nicht erwachsen, aber auch kein Kind mehr. Jugendjournal, auch wieder andere Anforderungen. Und dann haben wir das Zielsystem. Das Zielsystem ist eine Mischung aus Terminkalender und Erfolgsjournal. Und übrigens, zu allen Journalen, die wir haben, gibt es Erklärvideos. Zum Zielsystem gibt es, glaube ich, 9 oder 11 verschiedene Videos, die dazugehören, die auch nicht öffentlich einsehbar sind, sondern an diese Videos kommst du nur ran, wenn du das entsprechende Journal hast. Und dann Kinderjournal, Jugendjournal und Mindset-Journal gibt es jeweils ein längeres Video zu, wo ich genau erkläre, wie du damit richtig arbeitest und was der Sinn dahinter ist. Also, wir packen die Links natürlich rund um das Video. Wenn du sagst, wunderbar, ich will mir nicht selber basteln, ich will direkt was vom Profi haben, dann geh bei mir in den Shop und hol dir so ein Journal. Wenn du sagst, ey, spannendes Thema, ich möchte, bevor ich da irgendwas kaufe, möchte ich mich erstmal selber damit beschäftigen, hier ist die Checkliste. 17 Ideen und ziemlich viel Content drumherum, worauf du achten solltest. Wie kommst du jetzt an die Checkliste? Ganz einfach. Die bekommst du gratis als Download, wenn du hier auf den Link klickst. Und das passende Video zum Thema Mindset findest du hier.